Ich habe heute meinen Augen nicht getraut. Ich wollte einen Bericht schreiben über die massiven Proteste, die es gab bei Auftritten von Grünen-Chefin Ricarda Lang. Kam es auch zu unschönen Szenen. Sie wurde als Biotonne beschimpft, finde ich unzulässig. Man sollte niemand wegen seinem Äußeren beleidigen. Geht gar nicht in meinen Augen. Dass es Proteste gegen die Grünen gibt, kann ich verstehen. Und dann, als ich da suchte, habe ich gegoogelt und stellte dann heraus, dass es in ganz Ostdeutschland große Demonstrationen gab. Ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern über 10.000, in Sachsen-Anhalt in der Größenordnung, in Thüringen in der Größenordnung, in Brandenburg in der Größenordnung. Und ich war völlig baff, weil man nirgends eine zusammenfassende Meldung sieht. Und dann habe ich das ein bisschen recherchiert und dpa, das Leitmedium, stramm auf Regierungslinie, das sind die, die dann alle Zeitungen übernehmen. Die haben das zwar einzeln vermeldet aus den einzelnen Bundesländern, aber ich habe keine zusammenfassende Meldung gefunden. Redaktionsnetzwerk Deutschland gehört der SPD mit übrigens. Großes Geheimnis, die Leser der über 20 Zeitungen, die RND-Artikel übernehmen, die wissen das zum großen Teil gar nicht, dass sie SPD lesen. Und die haben dann eine Meldung über Mecklenburg-Vorpommern, schreiben da über 10.000. Dass in den anderen Bundesländern so viele waren, das wird da wiederum verschwiegen. Und so geht es dann weiter. MDR hat eine Meldung in den Bundesländern, eine zusammenfassende Proteste. Wenn man dann aber weiter runterschaut, keine einzige Zahl, nur Links dann auf die jeweiligen einzelnen Artikel aus den Bundesländern. Und da kann man dann sich das zusammenrechnen, wenn man weit runter geht. In meinen Augen ist das Hütchenspielerei vom Feinsten, weil ich habe es zusammengezählt, nach meiner bescheidenen Rechnung, mit meinen schlechten Rechnungskünsten, Fehler vorbehalten, 50.000 Menschen allein nach dem, was in den einzelnen Meldungen steht, in mehreren Bundesländern. Und stellen Sie sich mal vor, das wäre gegen rechts. Stellen Sie sich mal vor, das wäre für Gender-Ideologie. 50.000, das wäre groß, Massendemonstrationen. Und hier RND schreibt dann Tausende auf der Straße und nur Mecklenburg-Vorpommern die Zahlen. Also das ist in meinen Augen eine Irreführung der Leser, der Medienkunden reinsten Wassers. Was ist der Hintergrund? Ich denke, wenn diese Meldung so laufen würde, 50.000 allein diesen Montag auf der Straße, dann würden sich viele Gedanken machen. Dann wird vielleicht der eine oder andere denken, ja, gehe ich da auch auf die Straße? Das sind ja keine Einzelnen, das sind ja nicht irgendwelche Verwirrten oder nur Irre. Und ich bin überzeugt, davor hat man Angst und darum macht man dieses Hütchenspiel. Das ist in meinen Augen klare Manipulation, sehr raffiniert, weil man kann sagen, naja, wir haben ja berichtet, es gab diese Berichte, ja, man kann es ja googeln, was will der böse Reitschuster da, es gibt doch Berichte, ja, aber die sind irgendwo versteckt im Regionalteil, unten auf der Seite und es gibt nichts Zusammenfassendes. Eine normale Berichterstattung wäre große Berichte, heute weit vorne in den Medien, 50.000 gegen die Energiepolitik auf der Straße. Das ist eine Zahl, die muss bundesweit und groß laufen. Hauptthema ist die Energiepolitik. Ich glaube, Seitenaspekt auch noch Frieden und Krieg, aber Hauptthema Energiepolitik. Und dass das auf diese Weise verschwiegen wird, das ist ein Betrug der Leser, es ist ein Betrug der Gebührenzahler und es ist ein Skandal. Nur einer, der einen überhaupt nicht mehr wundert. Der Hintergrund ist klar, die haben Angst und ich frage mich, wenn jetzt schon im September 50.000 auf der Straße sind, wo enden wir dann im Oktober, im November, im Dezember, wenn Insolvenzen dazukommen, die laut Habeck ja gar keine sind, wenn Menschen ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, wenn Menschen die Heizung nicht mehr hochdrehen können. Ja, ich kann nur hoffen, dass das Ganze friedlich bleibt und ich hoffe auch, dass Menschen, die unzufrieden sind, friedlich ihren Protest äußern. In einer Demokratie gehört das dazu, auch wenn die Regierung versucht, das als extremistisch zu framen, als rechts. Das ist nicht rechts. Wenn ich unzufrieden bin mit einer Regierung, gehe ich auf die Straße. Man könnte sogar sagen, das ist sehr links. Normalerweise ist das eher etwas Linkes, aber man versucht uns hier zu betrügen. Die einzige große Hoffnung, dass es friedlich bleibt, war jetzt auch so. Es wird auch wieder nicht oder allenfalls beiläufig erwähnt, es sind keine größeren Zwischenfälle bekannt, 50.000 Menschen und das ist sehr
toll. Wie ich zu dem Googlen kam, was mich auf das Ganze brachte, ich bekam eine Zuschrift von einem Leser über einen Bericht und da war drinnen, dass die Polizei auf Demonstrationen Provokateure einsetzt, um dann Ausschreitungen zu provozieren. Ich glaube, es war aus der Süddeutschen. Es war auf jeden Fall ein großes Medium. Ich habe das leider nicht mehr gefunden. Wenn die Schwarmintelligenz hier mir helfen könnte, wäre ganz, ganz wichtig. Dann würde ich auch darüber schreiben, weil das macht natürlich Sorge. Sind wir uns ehrlich? An Ausschreitungen bei diesen Demos sind zwei Kräfte potenziell interessiert. Radikale, extremistische Kräfte, ja. Aber auch die Bundesregierung, weil dann kann man das Ganze diffamieren, främen, kann sagen, das sind die Bösen, das sind Gewalttäter. Und deshalb meine große Angst, dass hier etwas provoziert werden könnte. Jetzt im Moment Gott sei Dank nicht, aber ich habe das ja auch schon bei Corona-Demonstrationen erlebt, sehr merkwürdige Szenen, wo man den Eindruck hat,